Das Allgemeine Krankenhaus Viersen, kurz AKH, und seine Kinderklinik. Vom Säugling bis zum Teenager, Minderjährige werden hier medizinisch bestens versorgt. Das Krankenhaus in Viersen hat, wenn ich jetzt das mal aufs Kind fokussiere, eine sehr große Schwerpunktsetzung rund ums Kind. Wir haben eine Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Wir haben eine Kinderklinik, eine sehr gute Kinderklinik mit einem sehr guten Ruf. Und wir haben das Kinderhaus, was quasi angedockt an das Allgemeine Krankenhaus zu sehen ist, als Behandlungseinheit für schwerstbehinderte Kinder. Darum beschäftigte sich die interaktive Sprechstunde mit dem Thema Impfungen für Kinder. Die Fragen beantworteten der Chefarzt der Kinderklinik, Dr. Christoph Ahring, der Oberarzt Dr. Ulrich Kreth sowie der niedergelassene Kinderarzt Dr. Hans-Joachim Hensler. Bei vielen Anrufern und Chattern wurden Vorbehalte gegen das Impfen abgebaut. Alle Impfstoffe, die vom Robert-Koch-Institut empfohlen werden, sind einsetzbar, weil sie einen sehr, sehr langen Prüfweg durchgangen sind. Impfungen spielen eine wichtige Rolle in der Gesundheitsprävention. Mit der Impfmoral Erwachsener ist es nicht immer zum Besten bestellt. Da passen Eltern besser auf. Also ich würde sagen, dass im Kleinkindalter, auch dank vermehrter Öffentlichkeitsarbeit, der weitaus größte Teil aller Kinder geimpft wird. In der Regel ist ein Kind bis zu seinem zweiten Lebensjahr komplett durchgeimpft. Ab dann erfolgen noch die Auffrischimpfungen in 5- bis 10-jährigem Abstand, je nachdem, um was für eine Impfung es sich handelt. Rotaviren, Pneumokokken oder Masern, nicht geimpfte Kinder sind vielen Krankheitserregern schutzlos ausgesetzt. Welche Impfungen einen ausreichenden Schutz bieten, wird von Fachleuten wissenschaftlich erarbeitet. In jedem einzelnen Land, hier in Deutschland ist es das Robert-Koch-Institut, tragen nationale Behörden dem Gedanken der flächendeckenden Impfung Rechnung dadurch, dass sie dann die Empfehlungen für das jeweilige Land für die Praxis ausarbeiten. Die virtuelle Sprechstunde hat sich bewährt. So wird es auch in Zukunft Hilfe und Rat am Telefon und im Chat geben.